Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play City Economy. Wie ihr seht, sind wir gerade mit unserem kleinen Gehölzpflege-LKW unterwegs, genau. Und sind hier gerade dabei, einige Hecken hier im Geschäftsbezirk zu mähen. Haben da schon einen großen Teil der Hecken hier schon gemäht, zumindest hier schon mal so den oberen Teil dieser runden Hecke hier. Dann haben wir da hinten ganz am Ende der Straße noch eine Hecke zu mähen. Und da hinten die Hecke haben wir eigentlich schon so gut wie fertig gemäht. Und hier werden wir jetzt erst nochmal außenrum diesen äußeren und inneren Rand dann jetzt erstmal mähen. Wobei erstmal eigentlich hauptsächlich den äußeren, vielleicht auch den inneren, wobei innen nicht so viel zu mähen ist. So, fahren wir kurz mal den Apparat einmal ganz hier rüber. So, dann müssen wir... Warte mal. Falsche Taste die ganze Zeit. Was ist denn jetzt nochmal einfahren? Mal hier anschalten. Was ist es denn? Ich will das erste Glied... Genau. Genau, anheben, dann kommt das zweite Glied runter und der Mäher wird umgeklappt. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht auch noch ein Stück rüberfahren. So, dann die Nummer ausfahren. So. Ah, genau, und so kann man auch viel schräger nochmal da dran setzen dann. Als wir da am Ende vom letzten Teil an dem anderen angesetzt haben. Genau, haben wir jetzt möglichst schräg schon gesetzt. Ah, wobei. Gute Richtung. Müssen wir noch einfahren, dass wir mehr an die Hecke ranfahren können. Sonst bleiben wir noch an den Laternen hängen. Aber wir haben jetzt schon fast 70% hier gemäht. Ich denke mal, wir sollten es in dem Teil auf jeden Fall fertig schaffen. So, schön gerade wegfahren, dass wir zum nächsten ansetzen können. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich auch mal über ein Thema bzw. eine Frage sprechen, die mir jemand von euch letztens gestellt hat, bzw. das Thema, was mir jemand von euch vorgeschlagen hat. Ihr könnt mir ja gerne hier bei dem Let's Play in die Kommentare von dem Video, bzw. von den Videos von dem Let's Play gerne Themenvorschläge oder Fragen in die Kommentare schreiben, über die ich mal hier in einer Folge sprechen soll. Und da möchte ich jetzt mal über den Themenvorschlag bzw. die Frage von LineGamer 2 sprechen. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du mir da einen Themenvorschlag bzw. eine Frage in die Kommentare geschrieben hast. So, es sind mehrere Arbeiter gerade fertig geworden mit verschiedenen Arbeiten. So, dann lass uns doch mal direkt neue Angestellte aussenden. Auto abschleppen lassen wir vielleicht doch mal, weil ich weiß nicht, ob wir vielleicht damit heute sogar noch was weitermachen werden. Müssen wir mal gucken. So, die Müllwagen können alle raus. Na, Angestellte entsenden, so. Genau, haben wir alle Müllwagen unterwegs. Das heißt, die 15 Minuten mit der Teil auf jeden Fall noch gehen, dass jetzt halt die Angestellten da fertig sind. So, ich guck gerade mal hier, den Kommentar raus, den LineGamer 2 da geschrieben hat. Warte kurz. Wobei wir müssen dann besser gleich nochmal hier erstmal den Nägelweg alles ausrichten. Und hier ist der Weg doch etwas schmäler. Weil so soll es dann gehen, oder? Ja. Ah. Bisschen tiefer müssen wir noch. So. Wobei machen wir das hinten auch noch weg. Haben wir das schon vor dem Ende nur so ganz paar bisschen was fehlt und dann hätten wir das hier besser weggemacht gleich. So. Genau, das hier auch ganz schön. Also, dann suche ich kurz mal einen Kommentar raus, wartet. Ich bin hier abfotografiert. Währenddessen können wir ja schön fahren. Die Überlegung ist jetzt, ob wir hier innen das auch noch mähen. Vielleicht machen wir erstmal die andere Hecke und dann gucken wir mal, ob es sich dann noch lohnt, von dem, was wir an Prozent noch so brauchen, noch hier diese Hecke hier noch fertig auf innen zu mähen. Genau, und zwar hat LineGamer1 folgendes gefragt, und zwar, wenn du im echten Leben einen dieser Bereiche, Gärtner, Müllabfuhr, Klempner, Abschleppwagenfahrer oder Straßenreiniger, wenn ich einen Beruf, also einen dieser Bereiche halt ausüben würde als Beruf, was würdest du dann arbeiten und warum? Genau, also nochmal an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für dich an deinen Themenvorschlag und ihr könnt natürlich auch gerne welche in die Kommentare schreiben, falls euch irgendwas einfällt oder halt auch Fragen, wie gesagt. Und ja, welchen dieser Bereiche würde ich denn gerne als Beruf im echten Leben ausüben? Also eigentlich ist jetzt keiner so der Bereiche, die jetzt hier dabei sind, irgendwie so ein Bereich, wo ich sage, das war halt schon immer mal so ein Beruf, den ich eigentlich gerne ausüben würde. Wobei... So ein Beruf Müllmann oder so fand ich auch schon mal einige Zeit ganz interessant, aber ist trotzdem für mich jetzt nichts mehr, was ich irgendwie einen Beruf später ausüben möchte. Weil ich glaube, ich hatte irgendwann auch mal so eine Zeit, so, war das wirklich mal so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das ist also, zumindest habe ich immer mal halt so, ich weiß gar nicht mehr,
ob ich immer so eine Zeit hatte, wo ich auch mal so den Beruf von Müllmann ganz interessant fand. Und da mal so eine Zeit hatte, wo ich den auch gerne ausüben wollte. Aber jetzt gehört es auf jeden Fall nicht mehr zu meinem Traumberuf, beziehungsweise zu den Berufen, die ich später ausüben möchte. Ich hatte ja schon mal in anderen Videos, anderen Let's Plays schon mal über meine Berufswünsche sozusagen gesprochen, also beziehungsweise Traumberuf, was ich später mal für Berufe ausüben möchte. Und im Moment ist es so, dass ich am liebsten halt im Bereich mit, also irgendwas mit Flugzeugen halt arbeiten möchte. Also ich mache ja im Moment mein Abitur, also gehe noch zur Schule, mache dieses Jahr mein Abitur und danach, genau, muss ich mich dann so langsam mal entscheiden, was ich dann später mal genau werden möchte. Aber auf jeden Fall möchte ich in dem Bereich mit Flugzeugen irgendwas später machen, im Bereich mit, also mit Flugzeugen arbeiten. Also, Pilot gehört auf jeden Fall zu meinem Traumberuf. Oder auch Fluglotse, das sind auf jeden Fall zwei Berufe, die ich sehr gerne später ausüben möchte. Und gucken, vielleicht ja, wird sogar einer von den beiden. Das sind so im Moment meine Traumberufe. Genau, aber das nur mal kurz als Abstecher dazu. Ja, aber die Frage war ja bezogen jetzt auf die Berufe, die man, die Bereiche, die es hier gibt. Und was ich mir so überlegt hätte, also was ich ganz interessant finde, also ich ist jetzt keiner von diesen Bereichen hier so dabei, wo ich sagen würde, den würde ich gerne später als, oder könnte ich mir vorstellen, den später als Beruf auszuüben, also für längere Zeit. Was ich mir so überlegt hätte, was ich eigentlich ganz interessant finde, mal so in jedem von diesen Bereichen, das heißt so im Bereich Müllabfuhr, mal so eine Woche reinzuschnuppern sozusagen, mal so eine Woche mit der Müllabfuhr unterwegs zu sein. Oder gut, ihr müsst halt natürlich jetzt hier bedenken, bei den Bereichen halt, so wie halt die Fahrzeuge jetzt hier sind. Gärtner könnte man natürlich jetzt auch sowas sehen, wie dass der Gärtner irgendwie halt dann Parkanlagen pflegt und da halt irgendwie mit einem da halt irgendwie nur so kleine Beete umgräbt oder sowas. Sowas nicht, sondern jetzt halt wirklich dann im Bereich Gärten oder halt irgendwie so kleine Gärten anlegt, sondern wirklich im Bereich Gärtner jetzt halt sowas, wie es jetzt hier ist, dass man irgendwie mit so einem, ah, wunderbar, Aufgabe erledigt. Und wir haben hier einen neuen, also wir können jetzt hier einen neuen Fertigkeitspunkt verteilen, jetzt hier beim Bereich Gärtner. Also im Bereich Gärtner wäre es dann auch so, dass ich halt sowas dann so sehen würde, dass ich halt dann also ich würde auf jeden Fall gerne in jedem Bereich mal so eine Woche sozusagen so mit so mitarbeiten, mir das Ganze mal anschauen, aber es ist jetzt kein von diesen Bereichen nicht so wirklich so ein Beruf dabei, wo ich sagen würde, den würde ich, könnte ich mir vorstellen, längere Zeit auszuüben. Aber so mal so reinschnuppern in diesen Bereich sozusagen, würde ich auf jeden Fall schon mal sehr gerne. Das fände ich auf jeden Fall sehr interessant, mal so halt auch beim Gärtner dabei zu sein und das halt dann aber so in dem Bereich, dass man halt mit so Fahrzeugen fährt, die halt dann so ein Mähaggregat vorne haben und dann halt mal dann sowas mäht oder sowas. Also beim Bereich Gärtner. Und halt nicht halt andere Sachen, die halt noch Gärtner machen zum Beispiel, sondern halt wirklich jetzt halt nur das, halt sowas da mit so einem Fahrzeug hier fahren. Oder halt, wobei, ich spreche gleich weiter, wir gucken erstmal, ich spreche jetzt mit der Dame hier. So, unsere Belohnung, hoffentlich geht es den Gärtner bald wieder besser, aber du hast wirklich gute Arbeit geleistet, danke. Gerne gemacht und wir können wieder mit einer anderen Person sprechen, dann fahren wir direkt mal dahin und dann können wir uns auch direkt ein neues Fahrzeug kaufen, wobei, müssen wir mal gucken, ob wir das machen können, werden wir gleich sehen. Ja, und was ich auf jeden Fall dann auch ganz interessant fände, auch mal im Bereich Straßenkehre halt dann unterwegs zu sein und mit so einer Straßenkehrmaschine mal so eine Woche unterwegs zu sein. Wobei hier im Bereich Straßenkehre ja auch noch so ein ATC-LKW heißt, der hier dabei ist, wo halt dann irgendwie, was ja zum Reparieren von Straßen ist, also halt, wie gesagt, nur dann halt, so wie das halt hier auch im Spiel ist, dieser Bereich verstanden wird, beziehungsweise was hier von diesem Bereich im Spiel hier umgesetzt ist. Also, wie gesagt, der Gärtner wäre ja so ein Beispiel, was man ja noch viel mehr erweitern kann, wo es natürlich noch viel mehr gibt, wo man halt dann nicht mit so einem Fahrzeug arbeitet, aber halt dann nur Gärtner, würde ich ja mal gerne eine Woche so dabei sein, weil wo mit so einem Fahrzeug hier gearbeitet wird, oder Klempner fände ich auf jeden Fall auch mal ganz interessant und was war noch, Abschleppwagenfahrer auch mal ganz interessant, aber das wären alles nicht so Berufe, die ich mir vorstellen könnte, die ich so jetzt längere Zeit machen würde, also so mal eine Woche so reinschnuppern so, wäre auf jeden Fall mal ganz interessant, finde ich, dafür wären es auf jeden Fall mal ganz interessante Berufe für mich, also das würde mich schon interessieren, also mit, auch so mit Fahrzeugen arbeiten, das ist auf jeden Fall schon was, was mich da auch interessieren würde. So, wir haben wieder was mit Rasenmähen jetzt hier. Wir vom Geschäftsbezirk halten große Stücke auf unsere Parks. Sind sie nicht wunderschön? Doch, ich habe gerade gedacht, ich habe mich verlesen. Doch, wir vom Geschäftsbezirk halten große Stücke auf unsere Parks. Sind sie nicht wunderschön? Kannst du dich um die Rasenflächen kümmern? Ja, können wir dann machen, werden wir aber jetzt nicht machen. Genau, da haben wir hier... Oh, wir haben echt nur... Ist das alles oder noch irgendwas anderes? Nee, doch, das hier. Aber das sieht schon besser zu mähen aus als die Bereiche, die wir letztens immer so gemäht haben. Ja, und wir haben jetzt ein neues Fahrzeug freigeschaltet. Und zwar, wo ist er? Nee, haben wir noch nicht freigeschaltet. Können wir freischalten, wenn wir jetzt hier genau einen neuen Fertigkeitspunkt verteilen können. Und so würde ich auch sagen, machen wir das hier, dass wir den Gehölzpflege-LKW freischalten. Und können damit, wo ist er?
Gehölzpflege-LKW. Da. Genau, 35.000 Euro kostet der. Wir haben ja bis jetzt... Wir haben ja den kleinen. Können wir den irgendwie verkaufen? Weil dann würden wir uns dafür vielleicht den neuen kaufen können. Genau, wir können hier verkaufen für... Ne, das ist der falsche. Der hier. Achso, okay, so schnell ging's schon. Da kommt jetzt nicht irgendwie, ob man es wirklich verkaufen möchte. Wir haben jetzt 41.000. Ja, dann machen wir das doch so. Dann kaufen wir uns dafür dann den neuen. Dann haben wir nämlich den großen dann. Den kleinen brauchen wir dann ja nicht mehr. So, sehr schön. Wunderbar, haben wir den großen Gehölzpflege-LKW. Sehr geil. So, und dann lass uns doch direkt mal auftanken und zum Fahrzeug springen. Da steht sogar ganz um die Ecke. Genau, und das wäre eigentlich auch schon alles, was mir jetzt so dazu eingefallen ist. Also wie gesagt, so mal in die Bereiche reinschnuppern, mal so ein echtes Ganze mal mitmachen. Fände ich auf jeden Fall ganz interessant, aber jetzt so, wie gesagt, auf Dauer ausüben. Ja, wäre das jetzt eigentlich kein Job für mich, weil ich ja schon eher so im Bereich Luftfahrtfliegereien so mehr interessiert bin. Und da dann eher lieber später arbeiten. Werde mal gucken, genau, was ich dann später für einen Beruf ausüben werde und so weiter. Aber jetzt mache ich erstmal mein Abitur dieses Jahr. Und ja, da haben wir unseren schönen großen Gehölzpflege-LKW. Gut, die Überlegung wäre, ob wir vielleicht auch erstmal mit dem arbeiten. Wobei, das werden wir vielleicht doch irgendwann später mal machen. Wir können jetzt nochmal mit dem Auto abschleppen. Was machen die denn noch? Weil die sind noch 6 Minuten unterwegs, so lange geht der Teil auch noch. Dann lasst uns doch mal zum Abschleppwagen springen. Und mit dem mal das Auto abschleppen und diese eine Story-Quest noch fertig machen. Genau, dann machen wir das mal fertig. Aber mich würde es auf jeden Fall auch mal sehr interessieren, wie es denn bei euch ist. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht oder wollt ihr später vielleicht irgendwie Müllmann werden, Abschleppwagenfahrer oder Gärtner und dann halt im Bereich Gärtner halt dann so arbeiten, wie es jetzt hier ist, dass man halt dann irgendwie sowas so Hecken schneidet oder sowas. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also Straßenkehre gibt es ja auch noch oder Klempner. Wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreibt, so, wir machen das hier, dann haben wir nämlich diesen Story-Quest fertig. Dann müssen wir einmal da unten lang fahren. Würde mich auf jeden Fall auch mal sehr interessieren, wie das denn bei euch ist. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne mal unten in die Kommentare. Und falls ihr auch Themenvorschläge habt, könnt ihr natürlich auch gerne unten in die Kommentare packen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann werde ich vielleicht mal über euer vorgeschlagenes Thema sprechen. Ich habe auch schon gesehen, ein paar andere von euch haben auch schon Themenvorschläge in die Kommentare geschrieben. Gucke ich mal, dass ich das in Zukunft immer mal wieder gelegentlich über ein vorgeschlagenes Thema hier spreche. So, passt ja eigentlich ganz gut, kann man ja immer ganz gut machen, während wir hier arbeiten. Aber ich glaube, zum Thema, was ich jetzt, also von Lion Gamer 2, die Frage, habe ich, glaube ich, alles gesagt, was mir dazu jetzt eingefallen ist, ja. Ich glaube, das war alles. So, genau, dann haben wir gleich wieder eine Story-Quest erledigt, haben dann gleich auch über 200 Einwohner Zufriedenheitspunkte, dann fehlen uns noch ca. 100, bis wir dann den nächsten Bereich freischalten können. Und das sieht ja laut der Umfrage, wird es jetzt dann der Bereich Straßenkehrer werden. So, warten wir mal, was die anderen Kunden, wobei wir hätten auch, naja, hätten auch unten rumfahren können, aber naja, so viel hätte es jetzt wahrscheinlich auch nicht gelohnt, aber da hätten wir wahrscheinlich keine Ampeln mehr gehabt, egal. Vielleicht können wir sogar, also denk mal, aufladen können wir dem Teil schon, ob wir es noch wegbringen, müssen wir mal überlegen. Je nachdem, wie schnell die Angestellten fertig sind, weil die müssen wir auf jeden Fall noch fertig werden lassen, bevor ich das Spiel hier dann, weil ich werde es nach der Aufnahme beenden, deswegen, genau, lasse ich die jetzt hier fertig werden. So, dann gucken wir doch mal, irgendwo auf der linken Seite war das, es war aber auf der, immer so komplett um die Ecke. Die Ampel da vorne rot. Dann fahren wir am besten mal hier lang. Jetzt müssen wir erstmal da vorne wieder an der roten Ampel stehen. So, und dann gleich rechts und da vorne irgendwo auf einer Wiese, ne, nicht auf einer Wiese, sondern irgendwo da um die Ecke. In der Straße stand da irgendwo. So, also machen wir auch mal wieder mit dem Abschleppwagen unterwegs. Aber sowas kann ich mir auch mal vorstellen, echt mal so eine Woche oder so mal bei so einem Abschleppwagenfahrer dabei zu sein, mal sowas in echt zu sehen. Ich habe mir auch schon öfters mal so Dokumentationen über Abschleppwagenfahrer angeschaut und so. Fand ich auch immer ganz interessant. Aber das ist trotzdem nicht so ein Beruf für mich, den ich jetzt so längere Zeit ausüben würde. Aber einfach mal das so mal in echt so da mitzuarbeiten, mal so dabei zu sein, das könnte ich mir schon echt vorstellen. Das finde ich eigentlich echt mal eine richtig coole, interessante Sache, sowas mal zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen von euch auch so, dass wir mal gerne mal sowas in echt mal mitmachen würden, aber jetzt nicht wirklich halt dann so längere Zeit ausüben wollen. So. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung, euer Feedback in die Kommentare. Ah, doch ein bisschen weit weggeparkt, aber ich hoffe mal, dass... Passt. Scheiße. Nein. Oh, ich dachte, das reicht, aber... Vielleicht noch ein Stück... So, das sollte jetzt aber passen. Wehe, das reicht jetzt nicht. Mit Umleuchten machen, wenn wir jetzt hier schon vor der Straße stehen. Guck mal, der kommt noch vorbei, sehr gut. Also, nochmal rüberschwenken.
So, das. Ja, das reicht jetzt aus. Rotieren wir schon mal. Hier in der Nähe haben wir ja den Plastik-Recycling-LKW stehen, wobei ich weiß gar nicht, ob wir da. Also ich meine, wir können den nicht einsetzen in der Zeit, ne? Weil da hinten steht er jetzt aber. Obwohl wir da gerade einen Angestellten damit arbeiten lassen. Da können wir die doch einsetzen. Also ich dachte immer, das geht nicht. Können wir gleich mal gucken, ob wir da einsteigen können. Weil der steht ja hier in der Nähe, das heißt, wenn wir jetzt das Auto noch wegbringen und dann die Story-Quest abgeschlossen haben und dann irgendwie, und dann. So, jetzt. Und dann hier mit dem Herrn sprechen wollen, dann müssen wir nämlich ganz nicht mit dem Abschleppwagen noch hierher fahren, sondern können das ja dann. Können wir dann zum Plastik-Recycling-LKW. So, wir fahren dann nicht über die Hauptstraßen zur Polizeistation, sondern über diese Nebenstraßen, dass wir die ganzen Ampeln da nicht haben. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Die müssen ja noch arbeiten, oder? Mit dem Plastik-Recycling-LKW, wie sieht's aus? Ja, noch eine Minute ungefähr, anderthalb Minuten. Ne, genau, es wird von Angestellten benutzt, kann man in der Zeit nicht benutzen. Genau, so ist es auch. Steht zwar hier, ich weiß nicht, ob man da reinspringen könnte oder so. Aber auf jeden Fall sehr cool gemacht, dass es halt in der Zeit nicht nutzbar ist. Ziemlich halt realistisch damit auch umgesetzt. So, ich glaube, es war die falsche Wahl, hier zu biegen, aber gut. Fahren wir halt nochmal eine rechts, wobei es bringt, glaube ich, auch nichts. Geht aber halt über diese schmälere Straßen fahren. Um die ganzen Ampeln zu meiden. Bitte bleib grün, bitte bleib grün, bitte bleib grün, bitte bleib grün. Genau, das ist ja die nächste. Ah, da ist auch noch eine Ampel. Ja, weil hier hat man so viele Ampeln. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen sie mal links einordnen. Ups. Na, Strafzettel. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt dann bald den Bereich Straßenkehre freischalten, brauchen wir auch wieder ein bisschen Geld. 20.000 kostet, glaube ich, auch ungefähr dann die kleine Kehrmaschine. Ob wir dann vielleicht sogar einen Kredit aufnehmen werden, müssen wir dann mal schauen. Je nachdem, wie es halt dann gerade steht in unser Konto. Ob wir dann uns den direkt kaufen können. Oder ob wir da erst nochmal ein bisschen Geld aufnehmen müssen. Schauen wir einfach mal. So, jetzt können wir die eine auch noch überfahren. So. Da ist eine Aufgabe erfüllt. Genau. Bei der bekommen wir aber nur Geld, wenn die Angestellten das fertig haben. Da steht aber, dass man eine Aufgabe erfüllt hat, 100 Zufriedenheitspunkte und Erfahrung bekommen hat. Aber wir haben ja eigentlich nur Geld bekommen. Weil wenn Angestellte eine Aufgabe erledigen, so sind sie alle fertig. Upsala. Bisschen zu weit in die Kurve gefahren. Na egal, haben wir jetzt bezahlt. So, aber wir haben. Guck mal, wir haben jetzt ca. 3000 Euro ungefähr durch das, was die Angestellten gemacht haben, bekommen. Gut, jetzt haben wir halt ein bisschen Abzug gegen Strafzettel und so weiter, aber schon ganz gut nochmal dadurch Geld bekommen. So, wir machen die Story Quest jetzt auf jeden Fall noch in dem Teil fertig. So, die sind durch rot. Also wir müssen geradeaus fahren, genau. Dann warten wir mal, dass die Ampel umspringt. Aber das finde ich echt geil, denn, also ich hatte ja mit dem Gehölzpflege-LKW angesprochen und so. Wenn man es irgendwie so mit dem Joystick so noch bedienen könnte, oder hier auch den Kran und mit dem Joystick jetzt nicht, aber halt beim Gehölzpflege-LKW das mit dem Joystick oder so bedienen könnte, wäre auch echt eine coole Sache. Dass man so während der Fahrt, also, hat man mit dem Tastatur fährt man, dann hat man einen Joystick noch, mit dem man dann irgendwie halt noch den Arm so bewegen könnte, das wäre schon cool. Man könnte es ja vielleicht noch irgendwie über Tastenkombinationen, dass man, wenn man die eine Taste drückt, dann halt noch. Weil man kann den Joystick ja nur nach vorne, nach hinten, nach links und rechts bewegen und bei manchen, also bei meinem auch noch, so auf der Stelle. Und dass man irgendwie, wenn man eine Taste drückt, zum Beispiel wie es im Landwirtschaftssimulator ist, dass man ja so Tastenkombinationen machen kann. Drückt man zum Beispiel irgendwie die Feuertaste, hält die gedrückt und dann, wenn man dann den Arm, den Joystick nach vorne bewegt, dass man dann irgendwie den Arm nochmal beim Gehölzpflege-LKW anders bewegt oder sowas. Und halt nochmal diese mehreren Variationen, wie man halt den Arm bewegen kann, da. Auch nutzen zu können, also mit einem Joystick bedienen zu können. Fände ich echt ziemlich cool, wenn das vielleicht irgendwann mit einem Patch oder sowas noch dazukommen würde. Zumindest glaube ich nicht, dass es jetzt schon sowas gibt, ne? So, wunderbar. Wir haben schon wieder fast 10.000. Dann einmal Stabilisatoren einfahren und wir springen zu unserem Plastik-Recycling-LKW. Der ist in der Nähe von dem Herrn. Der möchte mit uns jetzt sprechen. Genau, können wir unseren Bonus, unsere Belohnung sozusagen abholen. Fahren wir doch gerade vor. Genau, mit dem haben wir hier mit dem Plastik-Recycling-LKW hier auch ein bisschen was gemacht. So, hier rum. Schön durchgeschlängelt. Dann fahren wir vor und dann gibt es auch gleich wieder eine neue Story-Quest, aber ja, da werden wir jetzt gucken, wo die ist. Wenn die in der Nähe ist, können wir vielleicht noch mit der Person sprechen, aber sonst nicht. Aber ich finde es echt cool, dass es immer neue Story-Quests dann wieder gibt.
So, Recycling-Ärger. Damit hast du dir in der Altstadt sicher viele neue Freunde gemacht. Danke. Gerne gemacht. Jetzt haben wir schon 11.000 Euro wieder. Ich glaube, wir können sogar ohne Kredit uns dann das Fahrzeug leisten. So, da unten gibt es eine neue Story-Quest sonst noch irgendwo. Also im Moment immer irgendwie so eine neue Story-Quest dann. Ach komm, das gucken wir uns noch an. Das interessiert mich jetzt so. Das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Und dann ist der Teil aber auch zu Ende. Das ist vielleicht immer ganz spannend, was denn da als nächstes so für Aufgaben jetzt so als Story-Quest oder so Geschichten da so erwarten. Finde ich immer ganz interessant. Also ich finde es echt spannend gemacht, gut gemacht mit diesen Story-Quests eigentlich. Anstatt einfach nur so Jobs in dieser Jobliste zu haben, halt ein bisschen Story-Quest, das finde ich echt auf jeden Fall eine gute Idee. So, die nächste Ausfahrt. Und dann eigentlich nur geradeaus, da vorne müsste irgendwo dann die Person stehen. Vorne in der Nähe von der Recycling-Fabrik oder so sieht das aus, ne? Zumindest weil da dieses Recycling-Logo drauf ist auf diesem Plakat an der Seite. Wobei, ob es eine Recycling-Fabrik ist, weiß ich jetzt nicht. So, wo steht die Person? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Ach komm, wir schummeln jetzt mal ein bisschen. Ich nehme mal hier die Abkürzung über den Gehweg. So, und jetzt. Ah ne, steht die vielleicht auf der anderen Seite von dem Gebäude? Wahrscheinlich. Gucken wir mal da. Ja, manchmal auch ein bisschen Sucherei, aber wir sollten das jetzt finden. Wir fahren mal hier rum. Ah ne, das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Werbeplakat in dem Gebäude gewesen. Das ist gar keine Recyclingfabrik. Dann ist die Feuerwehr. So, gar nicht die Recyclingfabrik, soll da stehen mehrere Müllcontainer. Das könnte natürlich irgendwas damit zu tun haben, aber ich habe die Person noch nicht. Ah, direkt vor uns ist sie. Das könnte sogar was mit der Feuerwehr zu tun haben. Wir gucken mal. Was gibt's zu tun? Was steht an? Guten Tag, die Dame. Vandalen. Keine Stadt ist perfekt, fürchte ich. Ein paar Vandalen haben mit Müllcontainern Rodeo gespielt und dabei ein Auto beschädigt. Schleppe zunächst bitte das Auto ab und leere dann bitte die vollen Container. Okay, das können wir dann eigentlich sogar genauso vielleicht nächstes Mal machen. Das wird das Auto hier sein. Also sieht man auch ein bisschen beschädigt da vom Nummernschild wahrscheinlich, weil es so gebogen ist und so. Ja, und vorne auch so ein bisschen eingedellt und so. Das Auto werden wir abschleppen und dann hier die Müllcontainer leeren. Und haben wir passende Müllwagen ja schon hier, dann werden wir das sogar vielleicht genauso alles dann im nächsten Teil erledigen. Das ist an der Stelle von dem Teil hier. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, wie gesagt, gerne ab damit in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.